dass ich einer der ganz wenigen Krawattenträger bin. Aber das, und ich vermutlich bin ich sogar der Älteste. Mit ungefähr 70 Jahren, das Durchschnittsalter dürfte bei dir bei 30 hier im Raum liegen. Und das ist, vielleicht gar nicht so schlecht gewählt, auch jemand eines anderen, einer älteren Generation und auch als Krawattenträger einzuladen, um das Prinzip der Evolution auszubeuten, nämlich eine hohe Diversität zu erzeugen. Mit einer hohen Diversität gibt es ja viele Mutationen. Und Mutationen sind die notwendige Bedingung, allerdings nicht die hinreichende, um Kreativität, Innovationen zu erzeugen. Nun, es ist so ungefähr 3:30 und ich spreche über Zeit, vor allem über die Gegenwart als Geschenk, present as a present. Nun sollte man aber auch wissen, dass diese Tageszeit aufgrund der eingebauten inneren Uhr, die wir alle haben, dem zirkadianen Oszillator, die ungünstigste Zeit überhaupt ist, um einen Vortrag zu halten. Denn die mentale Kapazität, auch wenn man gerade was gegessen hat, ist nicht nur beim Reden, sondern auch im Auditorium auf ein Minimum heruntergefahren. In einer Stunde, in anderthalb Stunden ist es alles sehr viel besser wieder. Und jetzt müssen wir bei uns hier durchkämpfen. Das wollen wir versuchen. Nun, wenn ich über Zeit spreche, dann gibt es zunächst einmal eine Orientierung, die für uns, glaube ich, notwendig ist. Und ein Wissenschaftler ist heute schon genannt worden. Ich wusste gar nicht, dass der Autist war, nämlich Isaac Newton. Newton, der Begründer der modernen, der klassischen Physik, hat zu Beginn seines Hauptwerk, im Prinzip der Mathematiker, Philosophie Universalis, Zeit in der folgenden Weise definiert. Absolute true and mathematical time by itself and from its own nature flows equally without relation to anything external. Also das, was Zeit empfinden, fließt gleichförmig dahin. Wenn das so ist, was ist dann eigentlich Gegenwart? Ist Gegenwart dann nicht vielleicht der ausdehnungslose Schnitt von dessen, was vergangen ist und zukünftig? Hat aber gar keine Ausdehnung. So definiert in der Tat Heidegger in seinem Hauptwerk Sein und Zeit. Die Gegenwart, das Jetzt, jedes Jetzt ist einer zu lieben und zugleich. Also es lohnt sich uns tatsächlich mal den Heidegger zu lesen, so ein wunderbares Werk. Aber diese Definition ist irgendwie unbefriedigend. Was könnte Gegenwart auch noch sein? Nun, da können wir uns als Neurowissenschaftler und Psychologen an jemand anders in der Geistesgeschichte orientieren, und das ist der Philosoph und Religionsstifter Augustinus. Augustinus hat immer noch, so glaube ich, das wichtigste Werk und die wichtigste Analyse über Zeit des Menschen geschrieben, und zwar im 11. Buch der Confessiones, der Erkenntnisse. In diesem Werk kommt übrigens dieser berühmte Satz auch vor: Quid est ergo tempus, si nemo explique ratio, si querenti explicare rerum nescio. Wer kann das rein? Nicht so sehr viele. Also es ist ganz einfach, was ist Zeit nicht? Wenn mich keiner fragt, dann weiß ich es. Soll ich einen Fragen das erklären, dann weiß ich es nicht. Übrigens kann man Zeit auch ersetzen durch was ist Geld, was ist die Wirtschaft, was ist das Glaube und so weiter. Quatsch. Das ist also übrigens interessant, philosophisch betrachtet, hier wird Wissen in zwei verschiedenen Kontexten verwendet, einmal als explizites Wissen, einmal als implizites Wissen. Nun, in diesem Werk beschreibt diese Uhr ist für mich gedacht. In diesem Werk sagt Augustinus, es gibt eigentlich nur die Gegenwart. Und Zukunft, also Expectatio, ist eigentlich aus der Gegenwart heraus konstruiert. Ich erdenke mir sozusagen das Zukünftige. Und Vergangenheit ist ja die Gegenwart des Vergangenen, Memoria, des Gedächtnisses. Also es gibt nur Gegenwart. Und das ist sozusagen unser Ansatzpunkt in Neurowissenschaften, Psychologie, also meiner zumindest, zu fragen, wenn das so ist, wie lang ist denn eigentlich Gegenwart? Kann man das messen? Oder ist es auch so ein metaphorischer Begriff, dahin zu reden? Ich glaube, wir machen jetzt eine experimentelle Sitzung, wir können das zeigen, dass die Gegenwart, das Subjective Present, tatsächlich etwas ist, so als eine operative Basis, eine zeitliche Bühne, ein zeitliches Fenster,
das nur ein paar Sekunden dauert. Und davon will ich Sie einfach mal überzeugen, indem wir Experimente machen. Ja, da kommen wir erstmal zur Einstimmung. Das ist eine doppeldeutige Figur. Wer sieht denn hier den toten Kopf? Darf ich mal ein Handzeichen haben? Sie sind ja wunderbar. Wer sieht die Dame im Spiegel? Sehr gut. Also, und wer sieht beides gleichzeitig? Das ist gelogen. Sie können sehr schön hin und her kippen. Ja, aber gleichzeitig das im Bewusstsein haben, ist schwierig. Wir machen jetzt mal ein Experiment mit dem nächsten. Das ist etwas einfacher hier. Wer sieht denn die Maus? Also keine Computermaus, sondern eine Maus. Und wer sieht diesen hochnäsigen Professor aus München? Sehr gut. Jetzt machen wir Folgendes. Auf Kommando sehen Sie Mann, Maus. Mann, geht das, ne? Maus. Mann, Maus. Kommen Sie mit, ja? Wunderbar. Jetzt machen wir ein bisschen schneller. Mann, Maus, Mann, Maus, Mann, Maus, Mann, Maus. Also wenn man es ordentlich macht, stellt man fest, die können nicht schneller bewusst Kontrolle haben als ungefähr 500 Millisekunden. Also eine halbe Sekunde ist die kürzeste Zeit, um etwas bewusst zu kontrollieren in unserem